Moin, mein Kinder, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 Nuka World. Wir sind in der. Wie heißt es hier? Safari. Safari Adventure. Safari Adventure sind wir hier. Wir sind hier auf Gegner gestoßen, die. Gator Clown hießen? Und auch diesen Typen hier, Sito, der ein bisschen komisch redet. Wie eine sehr. Klischeehafte Darstellung eines Eingeborenen. Und diese komischen Gato-Clown haben ihn. Ich weiß nicht, ob ich so das so gut finde, hier so in den Käfig zu gehen. Alter. Man will mir irgendwas zeigen. Wahrscheinlich sowas wie eine Waffe, die mir hilft, diese kleinen Motherfucker zu besiegen. Oh! Ach nö, 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 nö. Nee, 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 nee. Das tut doch nicht Not, mein Freund. Ach, verdammt, ey. Mein Aim ist so scheiße in Stresssituationen, das ist der Wahnsinn, ey. Weil, wenn die so ähnlich stark sind wie diese Todeskrallen, dann, was sie aber irgendwie nicht sind. Autsch! Ach Gott, das sind zwei. Fick doch mein Leben, ey. Womit habe ich das verdient? Ganz im Ernst, ey. Einer von denen ist schon richtig schwer zu besiegen, aber hier hast du zwei. Ganz echt, du Motherfucker, jetzt reicht's mir aber. Toll. Ich habe langsam das Gefühl, dass meine Waffen vielleicht ein bisschen zu schwach sind. Okay, Dezemberkind. Oh. Oh, ich habe keine Stimpels mehr. Sehr schön. Nein, ich will sie sterben. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Bitte. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist ganz schlecht. Okay, 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 okay. So. Ah, muss ich wohl die wieder nehmen. Alter Schwede. Ich glaube, so schlecht wie jetzt ging es mir in diesem Spiel noch nie. Gott sei Dank, steh auf. Holy fuck. Primatenhaus. Okay. Affenhaus. Oh mein Gott. Ob ich hier nur reingeraten will. Okay. Hallo. Oh, ich Das wollte ja Zuhause. Spielzeug. Das Familie. Was? Okay, er wurde von Affen großgezogen. GG, Freundchen. Ja, okay, aber was hilft mir das jetzt? Nicht Angst, sie dir nicht wehtun. Du Freund Zito. Heißen du Freund Familie. Gott, ich würde so gerne sarkastisch darauf antworten. Ich nehme jetzt natürlich die spezielle Möglichkeit. Wie bist du bei diesen Gorillas gelandet? Sieht du sehr klein als erste Familie sterben. Erste Familie wie Sito aussehen. Sieht du nicht sterben, nur gehen und gehen. Dann finden Zoo, finden neue Familie. Neue Familie helfen Zito. Geben Zito Essen und Wasser. Beschützen Zito. Jetzt Zito groß und stark. Zito helfen Familie kämpfen gegen Monster. Na toll. Ich wollte schon immer mit einem Haufen Gorillas befreundet sein. Zito froh, neuer Freund mögen Familie. Jetzt du helfen Zito. War klar, dass er das Familie gecheckt. In Gefahr. Hier verstecken vor Monstern. Nur hier sicher. Hier haben kein Essen. Hier haben kein Wasser. Sieto rausgehen. Helfen Familie. Monster Sieto töten wollen. Sieto viele töten. Mehr Monster kommen. Nicht aufhören. Sieto Angst haben. Monster Familie wehtun. Okay.
Ich hoffe, du weißt, wo ich anfangen kann. Sito vielleicht wissen. Sito haben Geschichte. Geschichte helfen, töten Monster. Sito essen mit Familie. Alter Mann kommt nach zu Hause. Alter Mann verletzt. Sito versuchen helfen. Alter Mann sagen, er machen Monster. Sito wütend auf alter Mann. Monsterfamilie wehtun. Mhm. Alter Mann entschuldigen, Monster wehtun Familie. Er geben Sito Glitzerding. Er sagen, Glitzerding helfen gegen Monster. Sito versuchen mehr helfen. Aber alter Mann sterben. Sito legen alter Mann in Boden. Aber behalten Glitzerding. Jetzt geben Glitzerding neuer Freund. Helfen Sito. Hören wir Dr. McDermott's Holomant an. Was machen wir das? Nein, nicht so. Machen wir das sehr gerne, die Versus. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ach hier. Dr. McDermott. War ja nur 5 Sekunden her. Da erzähl mal, mein Freund. Was hat es mit diesem Glitzerding auf sich? Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender. In der Safari Adventure Replikationsanlage. Das ist meine letzte Aufzeichnung. Ich habe etwas Schreckliches getan. Die Dinge, die ich erschaffen habe, die ich Gatorklauer nannte, sie müssen vernichtet werden. Man kann sie nicht zähmen oder kontrollieren. Ihre Wildheit ähnelt nichts, was ich kenne. Und jetzt ist der Nuka-Genrep. Ganz ehrlich, ich meine, ich weiß ja, dass der Typ krank sein soll, aber ich hasse es einfach immer in solchen Games, wenn die Leute so hässlich, nervig reden und dann die ganze Zeit husten und es einfach 1000 Jahre dauert, bis sie ihren Text sagen und denkst du so, boah, wir haben es verstanden, du bist krank, halt doch deine Fresse und sag, was du zu sagen hast. Klar, Atmosphäre, dies, das, ne? Aber, boah, mich sowas immer nervt, ey. Das sieht man leider hin und wieder in dem einen oder anderen Spiel und boah, es ist. Also schön ist das nicht. Tier 7. Mit erschreckender Geschwindigkeit. Bitte, irgendjemand, finden Sie meinen. Oder Dr. Heinz. Zugangscode. Komm, was raus? Okay. Ja, das Problem ist, ich habe keine Stimpaks mehr, mein Health ist auch nicht mehr so gut. Ich könnte jetzt natürlich das ganze Wasser trinken, das ich habe. Aber... Naja, müssen wir das halt einmal so machen. Ja, okay, das hat dir verzeiht. Alter, stirbt einfach gleich bei der Aufnahme. So, jetzt kann ich mit Sito sprechen. Wir wissen, also das Ding ist, wissen tue ich nicht wirklich, woher diese Gardoklon kommen, nur dass sie von irgendeinem komischen Replikator anscheinend kommen, den dieser Typ gebaut hat. Das hat ziemlich scheiße gebaut und das bereut. Toter Mann hat wichtiges Ding. Ja. Gib mir das letzte Ding. Hm. Dann kommen die Gatorklauen, die Monster aus einer Tierklonanlage von irgendwo unter der Safari Adventure. Glitzerding, helfe, neuer Freund. Oh mein Gott, das war das Glitzerding. Ich dachte, das wäre irgendeine so coole Waffe, die mir dabei helfen könnte. Scheiße. Ja, total super. In diesem Glitzerding keine Flügel wachsen und es mich nicht zur Klonanlage führt, haben wir Pech. Neuer Freund, lustig. Glitzerding, kein Vogel. Naja. Nicht Sorgen machen. Sito helfen können. Sito etwas wieder einfallen. Sito sehen alter Mann kommen von großen Dreieckhaus. Lange her sein. Gehen zu großen Dreieckhaus. Finden Klonanlage. Stoppen Monster. Sito kommen mit neuer Freund. Sito helfen. Boah, die Gorillas wären natürlich auch eine geile Armee, aber dann
Oh Mann, stell dir mal vor, die sterben. Harambe! Ich bin zum ersten Mal in der Situation, wo ich denke, boah, wir könnten echt ein paar Begleiter helfen, so. Du kannst der Köder sein, ja sicher. Okay, ich könnte Hilfe gebrauchen. Kommt mit. Sito stark. Sito helfen, neuer Freund. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir. Aber erst in der nächsten Folge von Let's Play 404. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.